So, und damit herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mal wieder ein etwas anderes Video. Ich habe heute hier jemanden zu Gast, und zwar der Tobi ist hier mit seinem Kia am Start. Kurze Vorgeschichte dazu. Mein BMW steht gerade drüben im BMW Autohaus in der Werkstatt. Da wird ein kleiner Akku getauscht hinten für das Notrufsystem. Und Tobi hat mich kontaktiert, und das war jetzt natürlich perfekte Kombination. Ich habe Zeit, 2 Stunden, Tobi will sein Auto waschen und mein BMW muss da drüben verarztet werden. Und deswegen ist er ja am Start. Wir begleiten ihn mal so ein bisschen bei seiner Fahrzeugwäsche, gucken uns mal an, was er so macht, was hat er mitgebracht. Es ist immer cool, bei anderen so ins Waschset reinzuschauen und was die so an Produkten nutzen. Ich rieche schon so ein bisschen Felgenreiniger. Wir gehen mal näher ran. So, und da haben wir das gute Stück und den Tobi. Und der ist ganz, ganz vorbildlich hier unterwegs mit Schutzhandschuhe und Sonax Felgenbiest. So muss das sein. Schönes Silber, sieht auch generell sehr, sehr gepflegt aus, das Auto. Aber er wollte halt an dem Tag einfach mal sein Auto noch ein bisschen auf Vordermann bringen. So ein bisschen hat auch noch Dreck hier unten jetzt dran kleben. Das Schöne ist, durch die ganze Nässe, die jetzt hier vor einer halben Stunde noch aus den Wolken kam, ist das Auto eigentlich schon gut eingeweicht. Also das ist wirklich ein großer Vorteil jetzt. Und ihr seht hier, Tobi ist da, und was passiert? Sonne kommt raus. So muss es sein. Wir können ja Tobi mal so ein bisschen fragen, was er für einen Lackschutz drauf hat. Also Tobi, man wird dich nicht so 100% gut verstehen, aber du kannst ja mal ein bisschen erklären. Also deine Reihenfolge ist eigentlich immer erstmal Felgen einsprühen. Ja, damit fange ich an, lass das halt ein bisschen einwirken. Ne? Dann reinige ich die vor mit der, Felgenbürste. Und dann kümmere ich mich um den Rest des Autos, und zum Schluss gehe ich nochmal mit dem Waschhandschuh um die Felge und nochmal drum. Okay, cool. Deswegen vielen Dank, dass du erstmal hier mit am Start bist, dass du dich gerne hier filmen lässt. Ja. Ich werde dich natürlich nicht die ganze Zeit hier nerven. Und was hast du eigentlich so? Hast du irgendein lackschutzmäßig gerade irgendwas auf dem Auto drauf? Wetcoat drauf von Gion. Gion Wetcoat, okay. Und naja, sieht man ja, hat die auch schon ein bisschen abgenutzt. Da ist nichts mehr weiter. Und jetzt dachte ich, für den Winter machst du jetzt keinen Aufriss mehr. Frühling steht vor der Tür, und dann mal gucken, gibt ja viele Produktneuheiten, und ja, habe ich mich noch nicht festgelegt, was es dann wird. Okay, und kannst du dich noch erinnern, wann du das hier das letzte Mal raufgemacht hast, das Tier-Wetcoat? Müsste November gewesen sein. November, oh, das ist ja schon richtig. Das ist ja schon richtig lange her, November. Werden wir gleich beim Abstrahlen sehen, wie viel Lackschutz und Hydrophobie noch da ist. Ne? Gucken wir uns gleich mal an. Waschset-mäßig, einmal von Sonax. Das ist doch bestimmt auch so eine Messe-Edition, oder hier? Das gab es beim ATU in so einem... In so einer Special-Aktion, ja, genau, oder? Ja, genau. Ich glaube, da gab es irgendwas. Pow, pow. 3 Produkte kaufen und den Eimer gibt es geschenkt. So, ah, okay, das war eine Aktion, weil das ist schon, das ist nicht so oft zu sehen. Nicht schlecht. Ansonsten sehe ich da noch Sonax Rich Foam, genau. Twisted Pelltuch, Sonax Waschhandschuhe sind das. Genau, normale, ganz normale, einfache Liquid Elements Black Hole. Genau, pass auf, dass nichts rausfällt jetzt hier in den Schmutz. Und hier unten ist noch ein normales. Immer, ne? Und ein normales Tuch hier unten, ne? Genau. Na, reicht ja zu, guck mal, jetzt zum Transportieren, und hier hast du jetzt deine Schmutzfalle noch mit drin. Genau. Hier würde ich dir empfehlen, dir irgendwann in Zukunft noch mal eine andere Schmutzfalle zu holen, weil die den Schmutz halt nicht so gut zurückhält. Okay, momentan mache ich sowieso ein Eimer Waschmethode. Ja. Von daher war ich jetzt, wollte ich alles dann im Frühjahr, wenn es geht. Genau, nur so, das sind ja so die Tipps, die ich dir da geben kann. Ja, und hier aus dem Globus ein schöner Messbecher. Genau, ein wunderschöner Messbecher hier. Sehr gut. So, und Felgenbürste hast du auch mit? Licargo, ganz von Licargo, ja. Und die passt bei dir dazwischen, dann geht das so. Genau. Ich habe noch eine von Sonax mit diesem U oder was da vorne dran ist, diese drahtige. Aber wir haben sie ja vorher das Auto geklaut gehabt. Ah, okay. Ich hatte ja vorher den GT-Line gehabt, und der hatte andere Felgen, und da hat die besser funktioniert als die. Also wäre ich mit der nicht reingekommen. Ich weiß nicht, ob man hier... Schade, ich hätte dir mal die Chemical Works noch mitbringen können. Weißt du, was lustig ist? In meinem Auto bei BMW steht ein Eimer mit der Felgenbürste. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht mit dem Eimer frühstücken gehen. Also, ja. Ich hatte ein bisschen was mit, aber vielleicht kriegen wir das dann noch hin. Gerade, aber es ist natürlich jetzt keiner hier, der die Felgen drauf hatte, die mein altes Auto hatte. Ja. Aber solange die Felgenbürste passt, ist ja gut. Wirst du uns ja gleich mal zeigen, wie du das machst. Und jetzt nimmst du die Felgenbürste trocken, sozusagen? Ich würde sie eigentlich feucht machen. Hättest du jetzt hier mal reingetischt? Also bei den Felgen bin ich jetzt nicht so Fanatiker. Okay. Also kann mir auch nicht vorstellen, dass mich alle so schnell verkratzt. Kann natürlich, kannst du das hier sagen. Ja, bei Silber muss man natürlich sagen, die Verkratzung sieht man an der Felge halt schwer. Selbst auf dem Lack, sag ich mal, ist es dankbare Farbe. Also. Aber ich würde dir empfehlen, vielleicht in Zukunft, wenn du ein bisschen schonender unterwegs sein willst, einfach dir noch einen kleinen Eimer mitzubringen, ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Shampoo rein, und das dann halt dann immer wieder die nasse Bürste zu nutzen. Okay. Ist halt deutlich weniger Reibung, und was auch viele machen, ist, die sprühen jetzt erstmal ab. Ja.
Und dann gehen sie nochmal mit der Felgenbürste drüber. Ja gut, wenn du sagst, das ist Wasser, also das ist, dann machen wir es ja. Also, naja, ich meine, du beschäftigst dich tagtäglich damit, dann... Ich meine, das ist... Genau, das ist halt so, wie ich es machen würde, aber... Wir wollen ja auch ein bisschen schauen, wie du da vorgehst. Welche nimmst du da jetzt so hoch mit deinem Lieber? Weil meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich ja. auch, machst du, schäumst du das Auto nochmal ein vorher oder so? Also ich mit Hochdruck immer drüber ja. und dann wasche ich's. Wäre das da aber jetzt nicht clever, jetzt mit Hochdruckreiniger abzustrahlen? Ja. Weil dann werden die Felgen gleich mit abgespült. Ja. Die kannst du ja gleich in dem Zug mit sauber machen, weil dann sparst du dir ja auch wieder die, richtig, die Zeit, ne? So, also an der Stelle nochmal vielen Dank an Tobi hier, dass er da sich bereit erklärt. Und ihr merkt schon, und das ist auch gar nicht böse gemeint, jeder hat so seine anderen Methoden. Und er hat mich gefragt, kann ich mal sozusagen mit dir das zusammen anschauen? Und ich meinte, klar, wenn es für dich kein Problem ist, gerne mal im Video mit drin sein. Und er macht das jetzt so, er nimmt jetzt zum Beispiel keinen Vorreiniger, nimmt die Hauptwäsche. Wir müssen mal gucken, nicht, dass die Felgenbürste hier runterfällt. Und es ist auch mal schön zu sehen, hier sieht man ein bisschen den Schaumanteil. Ich muss noch ein Stück zurückgehen, sonst ist es einfach zu laut. Guck mal, jetzt geht er hier einfach noch über die Felgen mit drüber. Damit ist der ganze grobe Schmutz schon runter. Man kann jetzt einmal richtig schön ums Auto lang gehen. So muss das sein. Ich glaube, ihr habt gemerkt, Tobi ist noch so ein bisschen am Einstieg, so am Herantasten, am Auswählen, was er so nutzt. Hat sich auch so ein bisschen eingedeckt. Und das ist auch mal schön, jemanden zu beobachten, der halt noch nicht den Schrank voll mit Produkten hat. Wie man sich einfach dann so ein bisschen weiterentwickelt, neue Produkte sich holt. Auch von der Technik her sich ein bisschen verändert. Und ihr habt gerade gemerkt, er hätte jetzt zum Beispiel die trockene Felgenbürste genommen und wäre jetzt in die Felgen reingegangen. Es gibt nichts, was, es ist ja nichts verboten in der Autopflege, aber er wollte ja meine Tipps haben und deswegen ist eigentlich der bessere Schritt, nachdem das jetzt eingewirkt hat, einfach hier das Auto komplett einmal wieder einzuschäumen oder hier mit Hochdruckreiniger und Shampoo-Wasser einmal abzuspülen, den groben Dreck wegzumachen und jetzt dann im Anschluss nochmal mit der Felgenbürste rüber zu gehen. Ich gebe ihm gleich noch einen kleinen Tipp, er kann nämlich ja auch ein bisschen Wasser davon hier in den Wascheimer reinmachen und dann kann er mit seiner Felgenbürste sozusagen auch ein bisschen Wasser noch mitnehmen für die Felgen. Können wir den Tipp hier einfach nochmal mitgeben. Ich hoffe, so ein Video ist für euch auch mal ganz spannend und für mich ist es auch mal ganz spannend, weil normalerweise bin ich ja der hier in Action ist, aber heute ist der Tobi hier der Wäscher und ich bin hier nur Kameramann und Kommentator, muss auch mal sein. Ansonsten, ich finde, nochmal zum Auto, Kia Proceed war bei uns auch mal im Gespräch, er hatte ja vorher die GT-Variante, den kann man auch soundmäßig, für so ein Auto ist, kann man auch ein bisschen was rausholen, also das Auto war bei uns auch mal mit auf der Kandidatenliste. Schönes, schönes Teil. So, dann gebe ich ihm mal den Tipp mit dem Wasser. Wenn du noch ein bisschen was übrig hast, ja. mach dir noch ein bisschen was in den Wascheimer rein mit der Lanze, ein bisschen ja. was für die Felgenbürste. So. Damit wird natürlich erstmal der ganz grobe Schmutz komplett runtergespült. Auch die ganzen Verschmutzungen im Schwellerbereich hier unten. Geht das sehr, sehr gut und den Rest wird er hoffentlich genau in seinen Eimer reinmachen. Perfekt. Ja, und damit ist dann hier eigentlich alles schon, guck mal, das ist natürlich jetzt viel, viel besser aus. Wenn wir jetzt hier mit der Felgenbürste reingehen, ist das doch viel, viel besser. Schaut mal, Felgenbiest hier, fasse ich auch drauf, kein Problem. Wirklich super, super Leistung, also ganz, ganz toller Felgenreiniger. Das Einzige, was mich beim Felgenbiest halt so ein bisschen stört, ist das Sprühbild. Aber das ist ja schon sehr, sehr lange bekannt. Da muss man wirklich richtig schön durchziehen den Trigger und schön bewegen. Da hat man eine breite Verteilung. Aber ihr seht hier, guckt mal, selbst hier diese Kanten hier alles. Hier, guckt mal, top Leistung. Also Felgen sind ja richtig schön sauber geworden. Ja? Und jetzt nochmal entspannt mit Felgenbürste. Kannst du eigentlich starten, wo du möchtest. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ein gewaltiger Unterschied, wenn du jetzt mit der Felgenbürste reingehst, als über den Dreck und den Felgenreiniger ja, drüber zu rubbeln. Ja. Ne? Und so, wenn ich jetzt gucke, ich komme eigentlich mit Felgen mit bis hinter. Ja. Von der Länge reicht es aus. Komm hier dazwischen. Kann mich jetzt nicht beschweren. Genau, wenn es passt von den Maßen, deswegen haben wir auch so einen großen Vergleich gemacht und mit so einer großen Tabelle mit allen Maßen. Ja. Und wenn das von den Platzverhältnissen passt, da gibt es natürlich, umso größer ist die Auswahl. Ne? Ja. Das größte Problem ist ja immer hier Bremssattelbereich und Felge. Genau, da, so, da ist das immer die größte Problemstelle. Aber das passt hier bei der Kombination. Das sind jetzt 18 Zoll. Genau, und dann ist es kommt ja nicht nur auf die Zollgröße an, es hat wirklich einfach was mit dem Design was zu tun.
Größe der Bremsanlage und damit geht das eigentlich sehr, sehr gut. Da bei den Felgengewichten, das siehst du, da kommt noch ein bisschen Wirk in die Karte raus, da, ist meist, da sammelt sich manchmal so der Dreck richtig an. Aber insgesamt, guck mal, das Felgenbiest hat richtig gute Leistung gezeigt. Also bis jetzt, ich würde es mir auch mal wiederholen. Also, was sagst du zum Sprühbild? So vom, muss ich ehrlich sein, gefällt mir nicht so, ich mag es mehr breit. Also so ein, ja. Das habe ich gerade drüben gesagt, als du hier noch den Eimer gefüllt hast. Das ist für mich der einzige Kritikpunkt, dass der Sprühkopf halt mit dieser Gelformel halt wirklich an seine Grenzen langsam kommt, nur vom Sprühen her. Also ich mag es, wenn man es ein bisschen breiter... Ja, ja klar, wenn es ein bisschen breiter nebeln würde. Ich denke mal, kann man bestimmt auch im Zubehörhandel irgendwie nachrüsten. Und sag mal, im Notfall kann man auch, holst du einen 5-Liter-Kanister und holst dir eine Alternativflasche zum Beispiel, ne? Genau, oder so, klar. Andere Flasche kurz aus dem Discounter oder was, das ist ja ein großartiges Sein, um es aufzutragen. Aber guck mal, wie sauber die Felgen sind, das ist schon krass. Natürlich hinter den Speichen hast du den Dreck, nur wenn ich mal hierher gehe. Ja. So, hier. Ja, na klar, da müsste ich mit der Handschuhe noch mal ran, aber das wäre ich. Das ist auch meistens das, wenn die Leute dann ihre Sommerfelgen oder Winter immer umwechseln, dass dann dahinter alles schwarz ist. Ne? Und da habe ich immer gern so einen Felgenhandschuh, da kannst du nämlich dann hier so dahinter gehen und einfach mal zack, 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 zack. Und dann hast du nämlich nach der Saison nicht so die riesen Probleme, das runterzubekommen. Je nachdem, ob du die Teile halt selber sauber machst, einlagern lässt oder einlagern. Ja, Kia selbst ist, man sieht ja in all meinen Videos immer das Kia-Autohaus im Hintergrund. Ja, genau. Und Kia, die sind ganz oft hier mit, auch ganz oft ja, mit dem Auto. Habe ich auch schon mit den Mechanikern gequatscht hier und so. Ist ja auch schön, besser als wenn sie, ich meine, die haben drüben auch eine neue jetzt. Die fahren jetzt von der anderen Seite rein. Ja. Naja, mein Vati, der nimmt halt sowas. Ne? Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, wenn man jetzt nicht... Es gibt halt für jede Nutzergruppe, gibt es was. Also, wir sind jetzt schon die Verrückten, ne? Also was du hier machst, ist schon für 80%, die hier so rumfahren, ist das schon zu verrückt. Viel gut, zu ne? Viel. Ja. Nee, aber eine mit der neuen Technik, mit Textildürsten und alles. Also für einen Otto-Normalverbraucher vollkommen ausreichend. Ne? Und da hat es natürlich bequem. Genau. Eine 10 Minuten durch, Sache erledigt. Und, ja, aber wenn man mal so ein bisschen auf die Details schaut, sieht man aber dann schon den Unterschied. Siehst, vor allem bei Felgen siehst du es. Ne? Und ja. Aber wie gesagt, finde ich jetzt nicht verkehrt, habe ich früher genauso gemacht. Ne? Alles richtig. Ich finde es so cool, dass Tobi so ein bisschen erzählt aus seinem Leben. Einfach cool. Seine Ansichten und so, dass er auch vorher Waschanlage gefahren ist und einfach jetzt ein bisschen mehr Liebe hier reinstecken will. Alles, so muss es sein. Alles richtig. Ich finde auch die roten Akzente hier richtig nice. So. Hast du hier vorne so ein bisschen so Weißakzent? Ich muss sagen, das hier ist Chrom. Wenn das hier noch schwarz wäre, das hier und das hier, ich glaube, dann wäre das, wär das hier oben noch so ein bisschen dunkler. Jetzt kommt wieder hier der Optikmensch. Innen drin ist nämlich so ein bisschen rot eingelassen, kann man so leicht erkennen. Das finde ich richtig schick hier, weil aber hier vorne die Lippe schwarz ist, würde ich das auch schwarz machen. Das sind immer meine Details, die ich immer gleich sehe. Aber ansonsten alles schick. Ich finde auch hier die roten Akzente ziehen sich dann hier drüben so weiter lang. Alles top. Ich finde es auch cool, dass er Handschuhe anhat, die jetzt gerade entsorgen geht. Und hinten auch nochmal die roten Akzente hier. Sehr, sehr cool. Jetzt gucken wir uns mal an, wie er hier weitermacht jetzt. Tamponieren. Genau. Und dann gehe ich rüber mit. Also ich nehme Glasspiel gar nicht. Ich habe immer gleich immer direkt das Glasspiel. Ja, also es lohnt sich auf definitiv. Jetzt bei dem Wetter wird es schwierig mit Wasserflecken, aber sobald hier mal die Sonne rauskommt und du willst dann irgendwo auf einen dichten Parkplatz noch hinstellen. Ich glaube, das läuft kürzer von der Zeit her bestimmt, weil es ja vorbehandelt ist. Es geht einen Tick schneller, ja. Ja. Aber trotzdem kommst du mit einem Euro oder einem Chip eigentlich schon ums Auto rum. Das geht ja nur, ja. Musst ja bedenken, beim Glanzspülen oder Abspülen geht es ja nicht mehr darum, Schmutz abzulösen, sondern ja. Es geht eigentlich nur darum, Shampoo runterzuspülen. Genau. Und da brauchst du auch jetzt nicht jeden Zentimeter mit 20 Zentimeter Abstand genau ablasern, okay. Sondern du spülst einfach nur alles sauber. Und deswegen kommt man mit einem Chip eigentlich locker um die Runde rum, genau. Holst du dir da Wasser aus unserem Waschbecken? Genau. Das ist halt unser Luxus hier, ne? Das ist schon schön, oder? Mit so einem Waschbecken und ja, warmes Wasser. Warmes Winter, Wasser. Schön für die Hände. Die 50 Cent kann man da echt mal investieren. Naja, und als jemand, der das erste Mal hier ist, gebe ich dir einen gleich, Tipp. Ja. Guck mal, hier unten von der Felgenbürste hast du Schmutz drin. Würde ich gleich mal ausspülen. Siehst du das? Also, ich würde es jetzt einmal kurz reinlaufen lassen, kurz ausschütten wieder und dann gleich wieder drunter stellen. Dann hast du nämlich den Dreck nicht unbedingt. So, jetzt würde ich schon wieder auskippen. Ins Waschbecken, genau. So, und jetzt gleich wieder drunter stellen, genau. Ja, also hier würde ich dir empfehlen, die Schmutzfalle nochmal durch eine andere zu ersetzen. Kann ich dir mal einen Link schicken, ja, weil die hält halt wirklich den Schmutz gar nicht zurück. Das ist so ein bisschen so der Nachteil. Damit kannst du zwar schön deinen Handschuh abreiben, das geht gut, aber die Maschen hier sind so groß und das ist so dünn, das Wasser wirbelt alles wieder auf. Okay. Da habe ich auch einen schönen Test gemacht. Das ist zum Beispiel so ein Tipp, was ich dir als erstes mitgeben würde. So, also im Moment ist heute noch sehr, sehr entspannt und
unser SB-Box hier Besitzer, der sagt auch, solange die Leute hier nicht im Hochsommer hier so eine Schlange entstehen lassen, ist das alles entspannt. Und ich glaube auch alle, die hier bei uns in Senftenberg an der SB-Box mit Hand waschen, die wissen auch, dass sie nicht zu den absoluten Hochzeiten hierher kommen. Meistens ja auch wegen Sonne in den wärmeren Tagen oder Monaten kommen die Leute dann zeitig früh, sobald die Box aufmacht. Oder zum Beispiel Richtung Abendstunden, da ist dann auf jeden Fall deutlich weniger los. Ich kann euch eins sagen, samstags oder sonntags bei uns, ist ja auch offen, sonntags ist hier von jung bis alt alles voll. Also da brauchst du bei Handwäsche, wird schon schwierig. So, wir gucken mal, was Tobi noch mit hat. Ich sehe Sonax Rich Foam, sehr schön. Ich mag den Duft vom Sonax Rich Foam. Können wir schnell nach den Öffnungszeiten hier schauen bei uns. Guckt mal, Sonntag 10 bis 18, ansonsten immer 6 bis 22 könnt ihr hier bei uns waschen. Also sonntags kann ich euch eins sagen, bei schönem Wetter ist hier eigentlich immer, so komisch wie es klingt, Stadtfest. Also ich habe es schon mehrmals erlebt. Es war sehr, sehr krass. Und was zum Reisbrennen los war bei uns hier als Senftenberg, hier die ganzen Japaner mit ihren Subarus. Und ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich bin am Lausitzring vorbeigefahren zum Reisbrennen. Dachte mir, ja, okay, fahr hierher. Alles voll GTR, Supra, alles. War absolut krass. Und ich dachte mir, Sebastian, das war der dümmste Moment, an die SB-Box zu fahren. Also so diese Erlebnisse. Tobi hat jetzt mehrere Waschhandschuhe von Sonax in Rot. Wechselst du dann die Handschuhe oder nimmst du den jetzt fürs ganze Auto? Nee, ich mache das bauteilweise. Bauteilweise? Also du. Einen für oben, einen für links, rechts und vorne hinten. Okay, also machst du jetzt sozusagen nicht die Ein-Eimer-Waschmethode, sondern die viel Handschuh. Weil dann, wenn du jetzt den Handschuh rausnimmst, dann brauchst du ja eigentlich keine Schmutzfalle, weil du nimmst ja eigentlich immer nur wieder einen frischen Handschuh in frisches Wasser. Ja. Also brauchst du ja eigentlich gar keine Schmutzfalle, weil du nämlich vor uns sagtest, Ein-Eimer-Methode. Nein, habe ich das falsch bezeichnet. Aber deswegen dachte ich mir gerade, warte mal, nee, der hat doch ganz viele Handschuhe. Also eigentlich so, dann passt das ja. Dann passt das Setup. Aber dann drehe ich mir nochmal, nehme nochmal die Rückseite. Genau, Rückseite nutzen, richtig. Was man natürlich merkt bei den kleinen Handschuhen ist, die nehmen halt nicht viel Wasser auf. Ne? Die sind halt sehr, du reibst dann halt sehr viel nur über die Feuchtigkeit jetzt drüber. Ne? Jetzt bei dem Verschmutzungszustand kann man das noch machen. Wenn das Auto mal ein bisschen schmutziger sein sollte, würde ich mir da noch mal so ein bisschen dickeren Handschuh holen. Das wäre jetzt auch noch so ein Tipp, den ich dir geben könnte. So Boppen, so eine, gibt doch diese riesen flauschigen Dinger. Naja, also es gibt also generell mit mehr Saugvolumen. Okay, nur man sieht es zum Beispiel jetzt hier, wenn du jetzt wäschst, du hast kaum Wasser, was hier jetzt noch runterläuft. Und wenn wir dann noch mal einen frischen Handschuh nehmen, sehen wir das auch noch mal, dass da ein bisschen wenig Wasser mit dabei ist. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, der Vorteil ist jetzt, bei dem Wetter, du bist im Nieselregen hergefahren, das ist wie eine gute Vorwäsche schon, ja, das ist vom Aufweichen her, vor allem in den Insektenmonaten. Ja, auch viel Hochglanzschwarz hier in dem Bereich. Das ist das Hochglanzschwarz oder ist das auch Glas? Das ist Glas, das ist ein Panorama. Das ist alles, ja, das ist klar, aber ich dachte, das kann ja auch Hochglanzschwarz sein hier. Nee, ne? Das ist Glas. Aber es ist alles beides Glas, gut. Aber hier vorne habt ihr wieder Hochglanzschwarz. Hier. Da. Glaube ich jedenfalls. Sieht schwer danach aus. So, Spiegel, Kappen in Hochglanzschwarz. Aber die Felgen sind richtig schön sauber geworden, also sehr, sehr cool. Also Tobi hat so ein überschaubares Setup mit vielen Waschhandschuhen, kann man aber auf jeden Fall machen. Und jetzt nimmt er praktisch den nächsten Handschuh und jetzt beobachten wir das mal mit der Wassermenge, die dann einfach mitkommt. Und wir können ja auch mal schauen von der Reihenfolge, was macht er jetzt gleich. In welchem Bereich? Jetzt war er Dach, Heckscheibe. Jetzt gucken wir mal, wo es jetzt hingeht. Ah, Frontscheibe. Bist du so ein reiner Nassversiegelungsnutzer oder trägst du dann im Frühling noch irgendwas anderes auf? Ich habe früher, Sonax CSV gehabt. Ja, die Sprühversiegelung? Ja, also ja. Ich wollte einfach mal, ich habe mich da gar nicht festgelegt, ich wollte einfach mal alles probieren. So. Darauf kommt es an. Also ich gucke halt, wo sind gute Rezensionen, was macht Sinn. Ja. Und dann ausprobieren und. Es kommt ja auch ein Haufen Zeugs auf den Markt, wo, ja keine Ahnung, das klingt erstmal toll und dann möchte ich halt von jemandem schon mal das vorgeführt. Also gesehen, wie es dann wirklich performt im Endeffekt. Ne? Ja. Weil, ja. Namen, Schall und Rauch, ja, kommt drauf an, was es dann wirklich auf die Platte bringt. Ja, das ist halt, deswegen machen wir die vielen Tests und Vergleiche, aber Ceramic Spray Versiegelung, sehr gut. Und dann passt das hier insgesamt.
Scheibe ist ja auch kaum Schmutz drauf, deswegen kann man das so. Jetzt wirst du ja bestimmt über die Haube noch gehen, oder? Und wechselst du dann auf den nächsten Handschuh oder machst du da noch Türen? Oder wie machst du das? Ich habe jetzt noch zwei Handschuhe. Ich würde jetzt die Haube noch machen, bis hier ungefähr. Die Seiten mit ihrem Handschuh. Jede Seite. Genau, die vier Türen und Schweller mit einem und Heck und Front oder so. So. Ja. So ungefähr. Okay. Also hast du insgesamt 1, 2, 3, 4 Handschuhe. 4 habe ich ja. Ja. Das wäre so für mich so die unterste Grenze. Also weniger würde ich nie einsetzen. Ich würde vielleicht noch einen, also wenn du die Methode beibehältst, würde ich vielleicht noch auf 6 Stück gehen am Ende. Dann bist du eigentlich gut ausgestattet. Tobi sagte auch gerade hier, er hat es von uns gehört, was ich gesagt habe mit dem schwarz folieren oder schwarz lackieren lassen. Hat es auch gerade nochmal gesagt, das ist auch sein nächstes Ziel hier, diese Chrom-Applikation in schwarz zu ändern. Damit hat man eigentlich so eine schöne Silber-Schwarz-Rot-Front. Und er hat mir auch gerade gesagt, das ist die GT-Version. Also wie gesagt, ich bin nicht so in der Ausstattungshistorie drin bei Kia, aber das ist schon der GT. Aber ich kannte das noch, dass hier richtig GT irgendwo dran stand. Und er meinte auch gerade, ja, das ist das neueste Modell. Und da haben sie das irgendwie weggemacht. Also ich bin jetzt, wie gesagt, kein Kia-Vollkenner. Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, dass es nicht der GT ist, aber es ist der GT. Also sorry an alle Kia-Fahrer. Aber mir gefällt das Auto wirklich sehr, sehr schick. Könnte noch ein Tick tiefer sein. Ich würde hier 19 Zoll drauf machen und ein bisschen tiefer. Aber ist ja Kombi mit Family, muss das auch noch ein bisschen komfortabel sein. Alles gut. Ja, Tobi geht jetzt hier noch an den Seiten weiter lang, nimmt noch seinen dritten und vierten Handschuh und dann sehen wir uns gleich beim Abstrahlen noch wieder. Und eigentlich so mit der Methode kommt er echt gut. Und wenn man mal hier drüber geht, es ist super, super glatt. Auch Lack, top Zustand. Hier muss man nichts irgendwie kneten, ist ja auch noch ziemlich neu. Also alles super. So, dann sind wir jetzt auch hier schon fast am Ende des Waschprozesses angekommen. Er hat auch noch hier Tankdeckel mitgemacht, innen Öffnung noch mit. Und da hat er so eine kleine, schöne, schnelle, das ist schon keine Katzenwäsche mehr. Auch so eine richtig schöne, kleine Winterwäsche. Da passt das doch sehr, sehr gut. Und damit kommt dann eigentlich nur das Abstrahlen, komplett das ganze Shampoo runterspülen und im Anschluss trocknen. Und dann haben wir das Ganze hier schon erledigt. Ja, jetzt wird das ganze Auto einfach nochmal abgespült und dann im Anschluss getrocknet. Das werden wir uns auch mal anschauen hier bei diesem Wetter. Luftfeuchtigkeit ist ja im Moment noch relativ hoch, aber jetzt kommt die Sonne hier, die trocknet jetzt alles gleich ruckzuck runter. Also wir haben echt den perfekten Moment erwischt hier für das Video. Haben wir echt Glück gehabt. Und es passt halt so super zusammen mit meinem Termin hier. Und gleichzeitig hier, der Tobi hat angefragt, machen wir das doch gerne. Also, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt und Bock habt, da mal einfach mit dabei zu sein oder einfach ein paar Tipps haben wollt und jetzt nicht unbedingt videoscheu seid, was ja, ich nehme euch ja hier nicht vor die Kamera und müsst hier irgendwelche Vorträge halten. Wenn ihr da einfach Bock habt, meldet euch gerne über WhatsApp. Nummer habt ihr immer noch ein Video. Und dann kann man sich auf jeden Fall mal was ausmachen und dann einfach zusammen was Kleines drehen. Und ich begleite euch so ein bisschen, wenn ihr da keine Scheu habt. Aber ihr seht ja hier beim Tobi, alles ganz entspannt. Ja, jetzt wird das Auto richtig schön abgepustet. Gut, dass ich auf der Seite stehe und nicht auf der Seite da hinten. Da wäre ich jetzt schon komplett nass. Der Wind kommt schön von der Seite reingeflogen. Ich habe immer noch Schmutz von der Felge hier. Tobi ist auch megamäßig getränkemäßig ausgestattet. Also wenn ihr ihn mal an das B-Box trefft hier, der hat immer das Catering mit am Start. Ja, genau. Jetzt läuft halt so der Großteil des Wassers noch ab. Man sieht ja auch hier, wie viel jetzt hier noch runterfällt. Ne? Und dann jetzt bei der Auslastung, ich glaube, hier seht ihr gerade hinten Johanniter, die sind auch immer ganz viel am Start hier. Habt ihr auch schon öfters in meinen Videos gemerkt. Aber es ist gerade alles ruhig, also kann man das Auto auch mal hier in der B-Box trocknen. Ansonsten, bei so einem Wetter könnt ihr auch gern, wenn ihr merkt, dass hier mehrere Leute kommen, fahrt bitte raus, stellt euch hier vorne irgendwo hin oder irgendwo anders hin und trocknet dann einfach euer Auto auch außerhalb der Box. Man kann ja auch in der Zeit, wo hier ein bisschen Wasser noch abtropft, kann man hier ein bisschen aufräumen schon und dann Auto rausfahren und draußen trocknen. Wenn natürlich die Sonne brennt ohne Ende, dann ist es so und so immer zu schauen, wie viel Andrang ist und ob man dann überhaupt waschen fährt oder ob man nicht lieber in den Abendstunden fährt. Ja, und jetzt geht er mit dem Trockentuch drüber. Und natürlich bei so einer hohen Luftfeuchtigkeit sieht man auch hier natürlich diese Schlieren, aber das Problem ist eigentlich hier ganz, ganz gering. Also da hast du keine Wasserflecken mehr. Erstens mal haben wir das Glanzspülen genutzt und zweitens mal hier sieht man es jetzt so ein bisschen, diesen Wasserteppich. Liegt aber einfach an der hohen Luftfeuchtigkeit.
Aber wichtig ist, dass halt keine Wassertropfen mehr drauf sind, falls da mal die Sonne drauf scheint. Und dann geht das auf jeden Fall klar. Du kommst mit einem Trockentuch ums Auto rum? Ja. Ich habe notfalls noch ein, zwei Mikrofasertücher dabei, aber normalerweise, also ich nehme jetzt für die etwas dünneren, aber draußen locker mit dem Tuch. Ja. Unglaublich, was das Ding aufnimmt. Also er meint auch hier, kommt eigentlich gut damit rum. Und hier mal auf dem Dach so diese leichten Sachen, das ist trockneter Wind. Also da braucht ihr euch mal keinen Kopf machen. Wichtig ist, dass keine Wassertropfen mehr richtig drauf sind, auch bei diesen Wischbahnen, wenn da richtig so diese Tropfen noch in Bahnen liegen, das trocknet dann ganz gern ab. Und manchmal ist doch noch ein bisschen Shampoo mit drin, da habt ihr dann diesen Schmierfilm, vor allem bei dunklen Fahrzeugen. Aber so muss ein Trockentuch schaffen. Und diese Twisted-Teiltücher, die gehen da richtig gut ab. So, und für die Details, seht ihr hier, hat er noch ein zweites Tuch mit. Schöne Sache, weil hier kann ich auch mal ein bisschen so Benzinreste oder irgendwelche Schmierfilmreste noch drin hängen. Und das muss man sich ja nicht unbedingt ins Trockentuch ziehen, deswegen hat er hier ein zweites Tuch mit, sehr, sehr vorbildlich, sehr cool. Und ja, so geht es jetzt einmal ums Auto rum, trocknen. Und ich denke mal, an der Stelle können wir eigentlich auch schon zu einem kleinen Fazit kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal ein bisschen den Tobi und mich dazu begleiten, beziehungsweise haben wir ja eigentlich gemeinsam Tobi begleitet hier mit der Kamera. Hat er echt gut gemacht. Ein Eimer-Waschmethode, Trockentuch, Felgenbürste, auch nochmal die Taktik am Anfang ein bisschen verändert, dass man sozusagen erst komplett einsprüht die Felge, dann das Fahrzeug abstrahlt und dann alles sozusagen gemeinsam damit runterreinigt und nicht mit einer trockenen Felgenbürste über die Felgen rübergehen. Das ist eigentlich bei schwarzen Felgen, würde ich das nicht machen. Also ich denke mal, da hat er jetzt seine Methode so ein bisschen auch angepasst und ich glaube, das wird in Zukunft auch dann so weiter umsetzen, weil es ist ja eigentlich mit die bequemste Variante. Und dann mit den vielen Waschhandschuhen kann man auf jeden Fall so machen. Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, noch zwei dickere Handschuhe mit reinzunehmen, die ein bisschen mehr Wasser aufsaugen. Weil diese Felgenbürsten, jetzt muss man ein bisschen Platz machen hier, weil die, nicht Felgenbürsten, sondern Handschuhe ein bisschen dünn sind. Und deswegen wäre das jetzt noch mein Tipp. Und dadurch, dass er ja diese Methode jetzt nutzt, braucht er eigentlich jetzt nicht auf eine andere Schmutzfalle umsteigen. Und eigentlich braucht er ja gar keine Schmutzfalle. Aber ich glaube, das war in dem Set mit drin, was er sich da geholt hat. Kann er hier unten reinlegen, ist ja kein Problem. Aber eigentlich, wenn ihr diese vielen Waschhandschuhe nutzt, immer den frischen Shampoo-Eimer, braucht ihr ja jetzt nicht und eine Schmutzfalle reinmachen. Das macht dann eigentlich keinen Sinn. Aber stört auch nicht, wenn sie drin ist. Gut, und an der Stelle sage ich mal danke an den Tobi. Du wirst dir das Video bestimmt auch selbst mal anschauen jetzt. Er trocknet jetzt noch weiter sein Auto. Wir werden ihn vielleicht auch nochmal in späteren Videos mitsehen. Wenn wir zum Beispiel hinten seinen Schriftzug abmachen, da haben wir gerade ein bisschen was bequatscht. Und ich denke mal, vielleicht können wir auch an dem Tag das nutzen, machen noch eine schöne Versiegelung aufs Auto drauf. Vielleicht will er mal was ausprobieren, irgendwie einen Wachs oder was auch immer. Können wir gerne mal machen. Oder vielleicht will er auch mal ins Polieren einsteigen. Wir machen aus Tobi hier noch den Vorzeige-Autopfleger auf jeden Fall. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und haut rein. Freue mich über einen Daumen nach oben. Danke nochmal an Tobi hier fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.